Jetzt kommen wir zu einem guten Schauspieler, und zwar einem der erfolgreichsten Jungschauspieler. Naja, Jungschauspieler kann man kaum noch sagen. Er ist zwar noch jung, aber er ist ja einer der ganz, ganz, ganz großen. Er wird einer der ganz, ganz großen alten Schauspieler später mal, wenn er kein Jungschauspieler mehr ist. Ja? Und er ist jetzt schon einer der ganz, ganz großen Jungschauspieler. Ein Erfolg jagt den nächsten. Kaum einer dreht so viel wie er im Moment. Und ein großes Flieger-Epos ist jetzt gerade in die Kinos gekommen. Dort spielt er den Roten Baron. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Matthias Schweighöfer. Der Rote Baron. Das ist doch mal eine Rolle, die dir auf den Leib geschnitten ist, oder? Wieso? Weiß ich nicht. Das machst du in den Trailern, die ich gesehen habe, machst du einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Ich weiß, vielen Dank. Bitte? Mikro. Hallo? Hier, Mikro. Hallo? So. So, ich weiß, war das Letzte, was du gesagt hast. Ich weiß. Okay. Ja, der Film ist ja spitzenmäßig besetzt hier. Till Schweiger macht mit, dann international, wie heißt er, wie spricht man den eigentlich aus? Fiennes oder wie heißt er? Joseph Fiennes. Joseph Fiennes. Wie habt ihr so einen Mann überzeugen können, in einer deutschen Produktion mitzuspielen? Geld. Ah. So einfach ist das, echt? Nein, also ja. Ich glaube, also das hat unser Regisseur, der Nikolai Müller, schön irgendwie gemacht. Frag mich nicht, wie es ging, aber er kam. Der Film ist in Englisch gedreht worden. Das heißt, ihr habt gar nicht Deutsch gesprochen am Set, sondern ihr habt Englisch gesprochen und er ist nachträglich erst ins Deutsche übersetzt worden. Genau. Ist das besser für den internationalen Markt? Man kann ihn ja besser verkaufen international, nach Italien oder ja. Nach Südamerika oder. Genau. Nee, wirklich. Also, das heißt, du hast deine ganze Rolle in Englisch gelernt. Das war Wahnsinn, das war super. Und zwar, pass auf. Jetzt kommt's. Und zwar, das war kein, wirklich, das ist nicht komisch. Und zwar war das mit unserem Dialect-Coach, und der hat wirklich gemacht Herr der Ringe und Troja und Indiana Jones, so ein alter 65-jähriger Brite. Ah, der lernt, lernt euch den Dialekt. Genau, und dann triffst du den und der bringt dir richtig bei, so zu sprechen. Bringt dir bei, wie Manfred von Richthofen Englisch gesprochen haben könnte. Das ist richtig, aber der ja der Rote Baron war. Das auf Englisch nennt sich das dann RP Englisch mit deutschem Akzent. Ach echt? Wirklich? Du hast dann mit deutschem Akzent Englisch gesprochen? Das ist britisches Englisch mit deutschem Akzent für die Adelsklasse. Ah, okay. Wie geht das? Das kann ich nicht mehr. Hello, welcome to my town. This is Hello. My airplane. I like to fly around with you. Hello, my name is Manny. Welcome to my airfield. Ja. So nice to see you, alte Rakete. Ja. So ungefähr muss man sich vorstellen. Das ist richtig. Jetzt sind ja in dem Film spektakuläre Bilder zu sehen von Fliegerjagdkämpfen. Das ist alles animiert oder wie habt ihr das gemacht? Das ist alles wirklich animiert, Computer. Also das sieht echt verblüffend Wahnsinn. Echt aus. Wahnsinn, toll, ne? Ja, was man heute alles machen kann. Das ist toll, es war wirklich für uns echt, man muss sich das vorstellen, grüne Leinwand, wir in diesen Fliegern, original, historisch nachgebaute Flugzeuge. Windmaschinen. Boxershorts, Römerlatschen. Ja, das man nicht sehen konnte. Wirklich, und dann schön Jacke, Pulli, Schal, Mütze, Handschuhe, Mütze. Ihr seid kein einziges Mal für den Film echt geflogen? Nicht ein einziges Mal, es ist alles animiert. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an und da werden Sie sehen, spektakuläre Bilder, die verblüffend echt aussehen. Wahnsinn. Also es ist die Geschichte von Manfred Richthofen, also einem Kampfflieger aus dem Ersten Weltkrieg. Genau. Ja, der mit seinen Jungs auf die Engländerjagd gemacht hat. Richtig. Was man ja nicht wusste damals, war Fliegen im Ersten Weltkrieg, du durftest nur fliegen, ja. Wenn du in die Armee eingestiegen bist. Sonst durftest du nicht fliegen in Deutschland. Wie, man durfte privat nicht fliegen? Nein, du durftest nur fliegen, wenn du in die Armee eingetreten bist und adelig warst. Aber auch muss man adelig sein? Wirklich, du musstest adelig sein und in die Armee eintreten. Und deswegen war das auch so, erstmal für die alle so ein bisschen Spiel. Aber dann wurde es Krieg.
Und ich habe ja, es gab ja einige, also sehr viel Medienrummel um den Film. Unter anderem wird dem Film ja auch vorgeworfen, dass Manfred von Richthofen wesentlich pazifistischer dargestellt wird, als er eigentlich war. Was ist denn nun die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass wir einen Kinofilm gemacht haben über Manfred von Richthofen und heißt nicht die Dokumentation einer autobiografischen Verfilmung von Manfred von Richthofen. Und es war halt so, dass klar war er Pazifist, aber er hat sein Land verteidigt und es ist einfach zum Beispiel, also alles, was in diesem Film ist, ist historisch belegbar. Wirklich. Ja, das glaube ich. Wirklich? Natürlich. Stefan, wirklich, ich sag's jetzt auch. Nein, ohne Scheiß. Wirklich. Warum sollte ich dir nicht glauben? Ich bin in der Materie gar nicht so tief drin. Mich interessiert nur eins, wenn das Kampfflugzeuge waren, warum hat der Herr von Richthofen denn sein Flugzeug rot angestrichen? Weil das sieht man doch viel besser, als wenn es Tarnfarben hat. Ganz schön doof eigentlich. Richtig, aber die dachten sozusagen, damals haben die ihre Flugzeuge rot angemalt, weil er hat gesagt, pass auf, wenn wir einen Krieg führen, dann wenigstens so, dass er uns noch irgendwie einigermaßen bei Laune hält und nicht irgendwie jeden Tag zeigt, wie viele Leute wir umbringen müssen. Und deswegen, seine Staffel wurde genannt der fliegende Zirkus. Die haben alle Herzen dran gemalt, der eine irgendwie so eine Mütze mit einem Typen, wo drauf steht, du kriegst mich nicht. Kibitz? Schon wieder der mit, du kriegst mich nicht, Mann ey. Diese Adligen. Ja. So sind sie. Es ist, für dich läuft es ja unglaublich erfolgreich im Moment. Man kann ja, es gibt kaum einen Schauspieler, der ständig in irgendwelchen Erfolgsproduktionen auftaucht. Kein Ohrhasen, warst du jetzt dabei, dann machst du diesen Film, spielst du mit Tom Cruise in Walküre. Richtig. Weißt du schon, ob deine Rolle drin bleibt? Manchmal ist es ja so, dass man dann als, wahrscheinlich musstest du auch einen bösen Nazi spielen, oder? Wie alle Deutschen, die in dem Film mitmachen durften. Ich musste einen bösen Nazi spielen und im Endeffekt sitze ich auch in der Premiere und gehe raus und sage, ja, war doch ein schöner Film. Weil wir machen jetzt so viel Werbung für den Film auch schon und ich glaube, ich bin im Endeffekt gar nicht mehr drin. Also das kann sein. Das kann wirklich sein. Das kann sein. Dieser komische Blonde da aus Deutschland. Weggeschnitten. Ja. Ja. Hat den Vertrag von Tom Cruise hat aber den Roten Baron gesehen. Dass diese Story habe ich gelesen. Stimmte das? Genau. Das war sehr, also für mich war das. Ich meine, ich finde ja Tom Cruise ganz toll. Man ist ja trotzdem so. Wir redeten vorhin auch über James Brown. Das war ja auch irgendwie so hier ein toller Tag. Und, als James Brown hier war. Ja, na klar. Und für mich war das irgendwie komisch, wenn du irgendwie sitzt du in der Reihe da in diesem Hotel und dann sitzt da Tom Cruise vorne und macht immer die ganze Zeit What the fuck? Als er den Film gesehen hat? Ja, wirklich. Hat er dich gefragt, ob du ihm den Film zeigen kannst? Weil der hat den ja schon vor einer Weile gesehen. Nee, wir haben Ausschnitte, also der hat Ausschnitte gesehen, deswegen wurde ich auch besetzt für den Film. Und dann hat er gesagt, ist der fertig? Dann habe ich gesagt, ja, kann man den sehen? Und dann habe ich gedacht, na klar, kannst du den sehen. Und zwei Tage später sagte er wieder, hey, what's with the movie, dude? I wanna watch it. What the fuck, man? Ja, da sitzt er da. Wirklich. Halt! Irgendwie sind die Leute hier sehr gut konditioniert. Ich mach zweimal so und alle sind raus. Sehr gut. Ich wollte eigentlich nur Tom Cruise nachmachen, weil mir das so gut gefallen hat. Wirklich? Und Tom Cruise hat ja selber auch mit der Fliegerei zu tun. Deswegen interessiert er sich wahrscheinlich so sehr dafür, oder? Der hat ja, glaube ich, 9 Maschinen hat er oder sowas. 9, also wirklich auch so aus dem Zweiten Weltkrieg. Wahnsinn. Alles schön mit der Kohle von den Scientology-Mitgliedern gekauft. So sieht's aus. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Bitte. Ja, sind gleich wieder da, meine Damen und Herren. Wie alt bist du jetzt? 27. 27? Ja. Ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen, als du diesen Nachwuchsförderpreis von der Goldenen Kamera, warst du das nicht mal? Genau, von Habe Kerkeling, genau. Genau, vor ein paar Jahren. Und seitdem ging es ja unglaublich ab. Mittlerweile hast du bestimmt die Goldene Kamera in richtig auch, oder? Nee. Ich war nur einmal bei der Goldenen Kamera und es war beim Nachwuchs. Echt? Ja. Das ist eine bodenlose Frechheit. Also, bitte aufschreiben, Goldene Kamera. Wer macht das? Hör zu. Hör zu? Hör zu, hier. Hör zu. Hör zu. Hör zu? Kennen die Jüngeren nicht mehr. Es ist eine Zeitschrift, Fernsehzeitschrift. Ja. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende der Sendung. Bitte, hier, gehen Sie in den Roten Baron. Ein Spitzenfilm, kann ich Ihnen nur sagen. Spektakuläre Bilder. Und auch noch historisch 1A. Für Schulklassen, man kann was lernen. Über den Ersten Weltkrieg, Wahnsinn. Ja. So, meine Damen und Herren. Bin ich so ein Knopf, oder was? Ja. Das ist mein Lieblingsknopf. Darf ich das mit dem Kotzen noch mal sehen? Ich hab das vorhin mit dieser Frau, die da gekotzt hat. Diese Frau? Ja, das ist doch ganz alt schon. Ja. Das ist großartig. Ja. Finde ich, könnt ihr über so eine Fäkal, das finde ich geil. Da können mich totlachen. Über Kotzen finde ich großartig. Findest du total lustig, da kannst du echt so mal... Kotzen und Durchfall. Kotzen und Durchfall findest du lustig. Ja. Umgekehrt, im Prinzip. So.
Jetzt, meine Damen und Herren, hier, der Rote Baron in all ihren Kinos. Gehen Sie rein. Es wird sich lohnen. Er hat nicht nur den Deutschen Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis, den Bayerischen Filmpreis, den Bambi, die Goldene Henne, sondern er wird auch der neue Winnetou in den RTL-Filmen, wenn es nach unserem Publikum geht. Aber erstmal möchte er Ihnen sein neuestes Werk ans Herz legen. Der Film heißt Der Nanny. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Matthias Schweighöfer. Ja. Oh, was hast du gesagt? Nee, ich glaube, das wiederholst du nicht. Was hast du gesagt? Den von dir, habe ich verstanden. Was hast du gesagt? Irgendwie was von dir, wir wollen irgendwas von dir. Ja. Hat sie vielleicht gesagt, sie möchten einen von mir? Bitte was? Sie möchte einen von mir. Das, ich hab schon. Langweilig. So. Wenn es nach unserem Publikum geht, bist du der neue Winnetou. Ich bin der neue Winnetou. Ja. Das wird verfilmt, habe ich jetzt gehört heute. Ja, hier, ne? Ja, ja. Wer verfilmt das denn? RTL. Ach so. Ja. Langweilig. Nein. RTL ist nicht langweilig, RTL ist hier. Herr, lass es Hirn regnen. Oh. Dein neuer Film, also neben Winnetou, war, ja. Ne? Ja. Was willst du eigentlich, Winnetou oder Old Shatterhand lieber spielen? Wenn man dich fragen würde. Oder die Frau, heißt sie nicht Apahachi? Nee, Apahachi war aus... Das war der Schuh des Manitou. Das war der Schuh des Manitou. Ja. Ich nehme Antwort C. Gut, okay. Das heißt, für uns, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Wir kommen dann gleich zu deinem neuen Film, der auch sehr sehenswert ist. Der heißt Der Nanny, habe ich schon gesagt. Bleiben Sie dran, dann können Sie hier ein paar Ausschnitte sehen gleich. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei TV Total. Ab Donnerstag läuft dein neuer Film im Kino. Ja. Du bist da ja auch, wie wissen wir alles, Produzent und Regisseur und, spielst auch mit, aber wenig in diesem Fall. In dem Film spiele ich nicht die Hauptrolle, sondern die zweite Hauptrolle. Die andere Hauptrolle spielen zwei Kinder. Ja. Ne? Und Milan Peschel. Wer Milan Peschel nicht kennt, wer den Film Schlussmacher gesehen hat, weiß... Wir spielen fast in jedem Film mit dir mit. Wir spielen fast in jedem Film zusammen, ja. Ja. Wie kommt das? Weil der alles macht, was ich sage. Bist du streng als Regisseur? Bist du jemand, der dann so... Weil eigentlich haben wir das Gefühl, oh, der ist total der ist total locker, süß und nett. Nee, und war gut, immer, war gut. Lass so. Nee, muss nicht besser. Reicht, wenn es mittelmäßig ist. Nee, ich bin sehr streng, aber natürlich bin ich halt auch nie der Bad Cop, sondern halt immer andere am Set. Ne? Also ich gucke dann meistens meine anderen Partner an und die sind dann halt einfach die Bösen. Und ich bin immer der total süß und niedlich. Und das sorgst du schon für, ne? Ja, natürlich, klar. Ja. Die Schauspieler sollen sich ja auch nicht scheiße fühlen, sondern die sollen sich denken, ach Mensch, der Matthias Schweighöfer, das macht so einen Spaß, mit dem zu arbeiten. Der ist immer freundlich, zahlt schlecht, aber immer freundlich. Ja. Hast du dir die Geschichte ausgedacht? Ich habe mir die ausgedacht. Ah, tatsächlich? Ja, ich hatte früher mal eine Nanny, also nicht ich, weil, was ich einen schönen Spruch finde, ich komme aus dem Osten, ne? Im Osten hatten wir keine Nannys, sondern Rottweiler, das finde ich eigentlich sehr lustig. So hieß das da? So war das damals, ja. Mhm. Nee, und auf jeden Fall, die Geschichte habe ich von einer Freundin, die mal wirklich Nanny war und die arbeitete in einer sehr reichen Gegend und kam aber aus einem ärmeren Gebiet Berlins. Und darum geht ja der Film auch sozusagen im Prinzip der Kampf von Arm gegen Reich, ne? Mhm. Ah ja, sie zeigt da auf... Ja, das ist ein Ausschnitt, den wir zeigen, ne? Ja. Mit Veronika Ferres, die spielt da jetzt wirklich mit. Die Veronika Ferres spielt in dem Fall wirklich mit. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen rein in Der Nanny. Ja. 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 Das ist... Die harte Sache. FSK 0.
Tatsächlich? Ich weiß gar nicht. 6 oder ich glaube 12. Okay. FSK 12. Aber ja, es könnte auch 6 sein. In dem Land weiß man ja nicht. Also es ja, ist wahrscheinlich eher 12, aber ja, vielleicht auch 6. Ja. 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 Also man sieht schon ein bisschen, worum es geht. Ne, ja. Ich dachte mir, als ich den Film geschrieben habe, dachte ich mir auch so Schabernack. Ne? Es gibt ja so Filme, wo man, weißt du, wenn die Jugendlichen mitspielen, so Schabernack, wo man sich denkt, also in dem Film geht es eigentlich darum, dass meine Kinder jegliche Nannies auseinandernehmen und also Teil aus, was nur geht. Ne? Okay. Und sie treffen halt auf Milan Peschel, der sie halt nicht nur austeilen lässt, sondern auch ordentlich zurückhaut. Was sehr, sehr lustig ist, was sehr viel Spaß macht. Deswegen auch der Nanny, der weil Nanny, sie nachher genau, sozusagen ein männliches Kindermädchen haben. Richtig, sozusagen. Genau. Und der verkloppt die Kinder genauso, wie die Kinder ihn verkloppen, was sehr lustig ist. Was ich persönlich so lustig finde. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. Macht nichts, wir gucken uns einfach nochmal einen Ausschnitt an, oder? Joko Winterscheid hat ja auch mitgespielt. Ist das seine erste Schauspielrolle? Joko Winterscheid ist seine erste Schauspielrolle und er macht das großartig. Er macht das super. Echt? Ja, er sieht ja nicht nur wunderschön aus, sondern ist auch sehr, 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 sehr gut. Und man muss auch ehrlich sagen, die Schauspielerei steht ihm. Er spielt okay, ein richtiges Arschloch. Okay. Wir schauen mal rein. Ja. Der Nanny. Ich habe, glaube ich, noch einen Ausschnitt. Schön ist, dass Joko sich beworben hat bei dir. Joko hat sich bei dir für den Film beworben per SMS. Nee, Joko, also er hat geschrieben, wie viel willst du bezahlt kriegen dafür, wenn ich mitspielen würde? Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, sehr viel, und hat er gesagt, ich bin dabei. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, nicht nur Joko spielt mit, sondern auch Ilka Bessin. Ilka Bessin. Besser bekannt als Cindy aus Marzahn. Als Cindy aus Marzahn. Sie spielt aber nicht mit als Cindy aus Marzahn, sondern wirklich als Ilka. Ja. Und das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Den schauen wir mal, den Ausschnitt schauen wir uns mal gerade an. Passt auf. Ja. Ja, nach den ganzen Erfolgen, die du jetzt in der letzten Zeit gelandet hast. Ist das jetzt einfach, ist der Druck hoch? Ist der Druck ziemlich hoch, ja. Ist der Druck hoch? Was erwartet man dann an Zuschauern von so einem Film? Na, sowas zwischen 10 und 20 Millionen Zuschauer. 10 und 20 Millionen. Ja, ich erwarte gar nichts. Ich freue mich, wenn die Leute da reingehen und Spaß haben, 2 Stunden im Kino. 4 Stunden Spaß haben im Kino in der Pause. Ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute reingehen. Der Film macht viel Spaß, sehr unterhaltend. Sieht so aus, ja. Sieht so und aus. Ist sehr lustig. Und, ja, und es gibt gute Musik und schöne Menschen auch. Okay. Ne? Schöne Menschen? Joko Winterscheid. Ach so, ne? Joko Winterscheid. Das erwähnst du außerordentlich auffällig häufig irgendwie. Ja, ja, weil ich das wirklich finde. Weil manchmal gucke ich ihn an und denke mir so... Der ist schön? Der ist einfach schön. Manchmal? Warum ich das gesagt habe jetzt. Aber es, ja, ist so. Nee, also man kann auf jeden Fall am 26.3. wird es lustig. Ja. Es gibt mir jetzt ein bisschen zu denken, ich weiß auch nicht, warum. Warum, nee, warum gibt ihr das zu denken? Das würde ich jetzt kurz noch... Ja, ja, aus Gründen. Ja. Ja. Also, der ja, Film wird mit Sicherheit ein Erfolg, wie alle deine letzten Filme. Der Nanny heißt er, läuft ab Donnerstag in den Kinos. Toi, 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 wirklich viel Glück wünsche ich dir. Du bist immer, ja, bist immer sehr gern gesehen. Ja, ich freue mich auch immer hier vorbeizukommen. Ja, wirklich, ist auch immer toll. Guck, ja, du laberst immer. Das beste Publikum, ja, du das beste Publikum, das natürlich. Das beste Publikum, wirklich, das ist so. Und du redest so schön frei von der Seele. Ja, es macht ja auch großen Spaß mit dir. So. Ja. Es ist leider schon vorbei. Viel Erfolg. Morgen bei uns. Bitte, wolltest du noch was sagen? Nee, nein, nee. Schade. Nicht scheiße, sondern ja, okay, schade. Morgen Sido, Yari Fadim. Yari Fadim und der Kollege von Til Schweiger im Tatort. Ja? Fari Yadim und Teddy Teklebran sind morgen bei uns. Jetzt kommt The Big Bang Theory, das war's für heute. Das ist Matthias Schweighöfer. Ja. Tim Schweiger, Matthias Schweighöfer. Tim Bensko. Ja. Es ist eine Name Person. Ist, es ist, bitte was? Tim Bensko ist eine Person. Das ist gleich aus, ja. Ja. Mein Name ist Stefan Raab. Haben einen schönen guten Abend. Bis morgen. 2, herzlich willkommen und ja, Glückwunsch zu dem großen Erfolg. Ja, vielen Dank. Auch Nummer 1 im Kino. Ja, toll, toll, jetzt toll. Seit 2 Wochen? Seit 10 Tagen. Seit 10 Tagen. Und ich bin total glücklich. Ich habe ja nie einen Film gemacht als Regisseur und freue mich. Und spielst natürlich auch selber die Hauptrolle. Ja. Ja. Wie ist das in der Arbeit als Regisseur, wenn man sich selber Anweisungen geben muss? Oder wie funktioniert das dann? Lustig, die meisten denken, man ist schizophren. Ja.
und bekloppt. Ja. Und vor allem die Kollegen, für die Kollegen ist es eigentlich ein bisschen bescheuert, weil man halt einfach immer da sitzt und irgendwie, also man spielt nie, also immer, man spielt so eine Szene und sagt dann irgendwie so, guck doch mal kurz an mir vorbei. Was? Sag mal, guck doch mal kurz an mir vorbei jetzt. Aber es macht großen Spaß, also es ist echt ein Riesenspielplatz. Und ich wollte dir auch nochmal danken, ne? Stefan? Ja? What a man? Ne? Lena? Ach so, ja, Lena hat den Titelsong für diesen Film gesungen. Da sehen wir auch noch gleich einen kleinen Ausschnitt. Ja, genau. Wir schauen aber erstmal einen Ausschnitt aus dem Film What a Man, eine sehr lustige Szene. Bitte schön. Ja, kleiner Ausschnitt aus What a Man. Darf ich dazu noch was sagen? Das Lustige an der Szene ist wirklich, dass der Milan Peschel, der mit der Mütze. Sehr lustiger Schauspieler, lustig. Ja, der kommt Theaterschauspieler und das ist der Patenonkel von meiner Tochter. Nein, in echt? Ja, auch? Und der mit der Brille, ne? Der, spricht der auch privat so dann? Der redet auch immer. Nee, naja, zum Teil manchmal. Ne? Ja. Aber und der mit der Brille ist der Schlagzeuger von der Band Silbermond. Der ist der zweite Patenonkel von meiner Tochter. Und wegen dem ist dieser Scheiß gewesen, wegen diesem Wald Bäume fällen und so. Von dem kommt das. Habe ich da eben Fotze gehört? Nein. Ah. Wie ist das denn? Wenn man einmal so ein Wort benutzt, muss man dann direkt den Film, das ist ja auch wichtig, in der Altersbegrenzung hochstufen? Das ist ja mal sehr wichtig. Viele legen Wert darauf, dass der Film am besten ab null ist, weil dann können alle reingehen, dann dürfen alle reingehen. Aber wenn jetzt einmal zum Beispiel, ich will es gar nicht zum zweiten Mal sagen, wir werden es gleich noch oft genug hören, denn Charlotte Roach ist noch zu Gast. So, aber... Also sonst wird die Höttenquote zu hoch heute Abend hier. Was passiert dann? Was passiert? Das ist richtig. Was passiert denn da? Ja, wir sind erst ausgegangen davon, dass der Film ab 18 ist. Und dann haben wir ihn doch noch runtergeschraubt, weil ich die ganzen Worte, die ganzen Geschlechtsteile-Wörter, habe ich rausgenommen, bis auf diese Szene mit Muschi und Ze. Ja. Was waren denn noch für Geschlechtsteile-Wörter drin vorher? Obwohl, nee, Ficken kommt auch drin. ab wie vielen Jahren ist der Film denn jetzt? Ab 12. Ab 12. Du, aber wir waren, schreibt man das selber drauf? Sagt dann einfach hier so, sagen wir mal ab 12? Oder gibt es da irgendwie eine offizielle Stelle, die sich das anguckt? Da gibt es eine offizielle Stelle. Und die sitzen da bei der offiziellen Stelle und sagen, aha, Fotze, Ficken, Muschi, ab 12. Du, aber es gibt auch wirklich, wir waren gerade auf Kinotour, da gibt es Mädchen, die kommen zu mir, also kamen zu mir, so ich, beim Autogramm schreiben, sag mal, kann ich dich mal in Berlin besuchen? Und ich so, wie meinst du das? Ich bräuchte zwar die Erlaubnis von meiner Mutter, aber meinst du, es geht? Und die waren 12. Wie haben die das denn gemeint? Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Ah, okay. Ja, das scheint aber ein super Blockbuster zu werden, wie man so schön sagt. Ist der Druck für den nächsten Film schon mal hoch, oder? Riesig, ja. Also ich mache mir jetzt schon in die Hose für den nächsten Film. Kann man das absehen, wo das hingehen wird? Sind die Zuschauerzahlen weiter stabil und so? Also wir halten uns stabil und ich denke mal, wir laufen jetzt noch 5 Wochen. Also ich denke mal so 25, 30 Millionen. Ja. Das will ich hoffen. Ihr habt immerhin die Schlümpfe auf Platz 3 der Kinocharts verdrängt. Obwohl das immer sehr lustig ist, wenn man so, man hat ja da so Programme und dann kriegt man jeden Tag so die Zahlen und dann sieht man immer, also am Nachmittag fangen die Schlümpfe an und am Abend übernehmen dann wir. Das ist immer sehr lustig. Ah, okay. Ja, okay. Weil am Nachmittag gehen natürlich die Eltern, Schlümpfe. Ne? Ja, natürlich. Ach Mensch, guck mal, der blaue Zwerg da wieder. Ja. Und dann am Abend geht's dann weiter mit dem Ficken. Natürlich. Ja. Ja, Lena hat den Titelsong gesungen für What a Man. Ihr habt euch ja irgendwann mal kennengelernt bei einem... Wir haben uns kennengelernt, da haben wir zusammen einen Film synchronisiert. Genau. Das Sammy die Schildkröte oder was war das? Genau, und das hat sie ganz toll gemacht. Ich war total aufgeregt, weil sie hat ja damals den Bundesvision Song Contest gewonnen, wie du weißt. Und den Eurovision Song Contest. Manika, mit den Eurovision, entschuldige. Stimmt, das war in Oslo. Richtig, ich war schon wieder bei Tim Bensko. Mein Bruder hat mir vorhin gesagt, sag mal liebe Grüße an mich jetzt, wenn du denkst, dann gleich komme. Ist doch, was? Wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Was denn? Weil Tim spielt doch heute Abend auch, ne? Ja, genau, Bundesvision Song Contest, sag ich doch. Genau, richtig, da, also. Da. Nee, sieht auch genauso aus. Das wäre wirklich? Ich glaube, das sind eigentlich, wir haben... Aus Rationalitätsgründen hier, er kommt gleich nochmal, aber gibt sich dann als Tim Bensko aus. Wirklich, vor kurzem bin ich durch Berlin gelaufen und da kam ein Typ, so ein bisschen, hatte schon ein Bier drin, hat gesagt, kam zu mir, ey, muss noch kurz die Welt retten, ey. Kann ich ein Autogramm haben? Und da habe ich gesagt, klar, und da habe ich mit Tim Bensko unterschrieben. Ja.
und du hast auch in dem Video mitgespielt bei Lena. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass du so ein toller Tänzer bist. Milan auch übrigens. Spielt ja, auch mit. Genau. Milan spielt auch mit, den wir eben gesehen haben. Der hier, der Patenonkel von seiner Tochter, der die und bösen Worte immer ist ein sagt. Super Song, super, super arrangiert, super gemacht. Finde ich ganz toll. Wer hat das eigentlich, wer hat denn eigentlich arrangiert, den Song? Ich habe das arrangiert. Ja, ich weiß. Ja. So, schauen wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an, bitteschön. Single gibt's im Handel. Und am 17. September wird Lena auch damit auftreten bei der nächsten Ausgabe von Schlag den Raab. Ja, das wird ein großer Erfolg. Du hast ja versprochen, dass du, wenn der Film mehr als 500.000 Zuschauer hat, nackt durchs Brandenburger Tor läufst. Das hast du bereits gemacht. Ja, es war anstrengend, war sehr kalt. Ja. Und ich dachte mir eigentlich, ich habe irre kleine Beine, ist mir danach aufgefallen. Arschfüßler, sagen wir. Leute mit kurzen Beinen heißen bei uns Arschfüßler. Das merke ich mir. Das baue ich irgendwann ein. Arschfüßler habe ich noch nie gehört. Finde ich lustig. Guter Titel für einen Kinofilm auch. Wirklich, Arschfüßler. Arschfüßler. Weißt du, was du bist? Ohrhasen, Arschfüßler. Ja, genau. Zwei nach Marcel Reich-Ranicki, Ohrhasen, Borderman kommt jetzt Arschfüßler. Ja. Der neue habe ich aber Copyright drauf. Ne? Ja, bitte. Ich mal, weiß gar nicht, bei wem wir das zum ersten Mal angewandt haben. Soll ich sagen, bei wem wir es zum ersten Mal, bei welchem internationalen Showstar wir gesagt haben, sieht aus wie ein Arschfüßler? Soll ich mal verraten? Vielleicht gleich, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Ja, viel Erfolg weiterhin. Der Film heißt What a Man, ab sofort und schon seit 10 Tagen in den Kinos. Sehr erfolgreich, sehr sehenswert. Vielen Dank. Dankeschön. Matthias Schweighöfer. Malina Ojinski. Guten Tag. Und Matthias Schweighöfer. Ja. Habe ich das richtig gesagt? Also ab dem Trans wurde es spannend. Ja, genau. Man darf nicht verwechseln, Transsexuelle und Transvestit. Ist das Transvestit eigentlich nur einer, der gerne eine Frau sein möchte? Nein. Aber er ist noch nicht umoperiert. Ja. Aber Hormone nimmt er vielleicht. Ja, ich bin mir über die Definition nicht sicher. Also jedenfalls, du spielst einen jungen Mann, der gerne Schauspieler, erfolgreicher Schauspieler wäre, aber in Ermangelung an Rollen dann eine Rolle annimmt, die eigentlich von einer Frau gespielt werden muss. Und dafür verkleidest du dich schon beim Casting. Genau, weil ich in dem Film auch Theaterschauspieler bin und da schon immer eine Frau spiele. Und sagt mein Bruder, gespielt von Detlef Buck, sagt dann, du spielst doch eine Frau, du kannst ja auch im Film mal eine Frau spielen. Ja. Und dann wird es halt so ein bisschen, dass ich im privaten Leben dann halt auch ein bisschen mehr Frau werden muss, weil ich mich ein bisschen in die Hauptdarstellerin verknalle und wir dann so beste Freundin werden. Müsstest du eigentlich auch Hormone nehmen? Hormone? Nein, ich habe keine Hormone genommen. Ja, er sah ja echt also unglaublich gut aus als Frau. Ja, das ist ja das Verblüffende. Das ist ja das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Vor allem das Krasse ist, wenn man dann am Set war und die Beleuchter schon so zu einem kommen, so ich als Frau verkleidet und die Beleuchter schon so kommen, sag mal, und du, hast du einen Freund oder so? Also die Beleuchter, na klar. Die Beleuchter nehmen alles, oder? Wie ist hier bei uns, ne? Ja. Und die Kabel. Ist egal. Hauptsache hell. So, lass uns kurz sagen, wie der Film heißt. Rubbel die Katz. Rubbel die Katz? Rubbel die Katz. In einem Wort geschrieben. Ja. Ganz wichtig. Rubbel die Katz. Ja, Rubbel die Katz. Und da schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt zu an. Da bist du beim Vorsprechen sozusagen in der Rolle der Frau. Da bin ich beim Vorsprechen in der Rolle der Frau. Da so kann man schon mal sehen, wie ich als Frau aussehe. Sehr gut. Sehr gut gespielt. In der Szene lese ich auch so eine Anklage an den amerikanischen Film, die immer nur deutsche Schauspieler für irgendwelche kleinen, fiesen Nazi-Rollen Und auch immer nur kommen und Nazi-Filme drehen. Ja, genau. Ne? Die Rolle, die du spielst, die wir da sehen können, ist ja schon mal sehr, sehr wild. Ja, ist sehr proletisch. Was war das, Junggesellinnenabschied? Genau, Junggesellinnenabschied auf der Reeperbahn. Und es war sehr kalt beim Dreh, muss ich sagen. Und extrem lustig natürlich auch, weil Matthias da in eine missliche Lage gebracht wurde. Aber ich glaube, die sehen wir gar nicht im Ausschnitt, sondern die können dann die Leute im Kino sehen. Ja, wir schauen aber mal in den Ausschnitt rein. Bitte schön. Genau da endet der Ausschnitt. Natürlich. Und lustig, ne? Frauen, auch immer, wenn sie unterwegs sind, so. Das wird immer so laut. Ist das in Wirklichkeit so? Natürlich, es ist noch viel schlimmer. Ja, wenn Frauen glühen ja auch gerne vor. Erstmal so im privaten Ambiente. Ja. Bevor Frauen weggehen, besaufen die schon mal erstmal vorher, damit es nachher nicht so asozial aussieht. Na klar. Weißt du?
Dann müssen nicht die ganze Zeit an der Bar stehen. Ja, die kommen einfach schon besoffen dahin. Ja, und versuchen immer ganz normal zu sein, oder? Kennst du das so, ja? Ich habe jedenfalls von Frauen gehört, die sowas machen. Ja, ich wollte es mir nur noch von dir noch mal verifizieren lassen. Ja, von euch. Ja, aber machen ja die Männer genauso. Das kann man jetzt gar nicht so pauschalisieren. Nee. Ja. Aber gut, dass wir an der Stelle auch aufgehört haben. Du wolltest eben noch was erzählen. Was hast du gesagt, was sie noch erzählen wollte? Da war so ein Kuss. Ich habe doch diesen Typen dann geküsst und es war so kalt beim Dreh und ihm lief die ganze Zeit so rot. Schön salzig. Ja. Und ich habe immer versucht, so daneben zu küssen. Ja, und Buck dann immer so, nee, also du musst ihn schon richtig auf die Lippen küssen. Ich so, ja. Oh Mann, Buck. Ich sag mal so, hättest du was Anständiges gelernt, müsstest du die Scheiße nicht das machen. Ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ich freue mich auf den nächsten Dreh, mal gucken, was da kommt. Auf der Reeperbahn war das? Ja. Wieso war es denn da so kalt? Weil wir im Winter gedreht. Wir haben im Januar, Februar gedreht. Ja, aber es war doch drinnen. Nee, das war draußen. Wir sind ja am Anfang draußen gelaufen. Ja, draußen, die paar Meter da. Naja, Matthias sah auch immer sehr lustig aus, weil der hatte immer so ein Seidenkleid an und dann diese Perücke und dann diese Schminke und dann dunkle Kontaktlinsen und dann Moonboots und so eine fette Jacke noch darüber. So voll. Wird dann die Reeperbahn geräumt, wenn ihr da dreht? Da wurde die Reeperbahn knallhart geräumt, ja. Nein. Ja, die Straße war nur für uns und die Nummer scheiße drauf. Was? Abends dann? Die Reeperbahn räumen? Ja. Ja, wirklich. Unter der Woche dann? Also wenn wir wollten eigentlich war. Die Hermannstraße, aber... Die Hermannstraße? Ja, aber... Was ist das, die Nebenstraße von der Herbertstraße? Siehst du, ich als Berliner mit Hermannstraße und so. Oder? Das ist doch die Herbertstraße.